Germany's Next Top-Schnecke. Sie ist sowas von schön. Okay, Leute. Okay. Okay, heute werde ich euch etwas zeigen, Leute. Und zwar habe ich ja auch lebendgebärende Arten. Und die werde ich euch zeigen. Ihr wundert euch, lebendgebärende Arten, was soll das sein? Ja, es gibt Schnecken, die legen tatsächlich keine Eier. Eine davon ist die schönste Schnecke, die ich habe. Sie ist stunning. Sie ist Germany's Next Top-Schnecke. Sie ist sowas von schön. Aber sie ist eine lebendgebärende Art. Heißt natürlich, you have to actually kill the babies. Let's go, Leute. Fangen wir an mit der Art Lysaratina sansibarica pink top. So sieht die aus. Sie hat kaum Streifen. Hier ganz wenige Streifen nur noch. Und ist gelb hinten dieser pinke Top. Alles, was ich euch zeige, ist jetzt lebendgebärend, okay? Und das ist eigentlich eine reine Zuchtform. So, die gibt es draußen in der Wildnis eher weniger, dass die so ja, komplett gelb sind und diese kaum noch Streifen hat. Man kann sagen, das ist schon eine reine Zuchtform. Dann kommt die Lysaratina sansibarica Pink Top Wild. Das ist jetzt halt die wilde Variante von der ersten. Also es ist jetzt dieselbe Art, nur andere Farben und die hat noch diese leichten Streifen. Ich finde die persönlich ja eigentlich schöner als die ohne. Ich finde die sehr hübsch, sehr hübsch. Das ist auch dieselbe Art. Lysaratina sansibarica Gold. Nur die Farbe ist anders. Hier haben wir, sie ist ganz gold. Nur was ich besonders schön finde bei denen ist, die haben hier, seht ihr, ich weiß nicht, ob es so gut rauskommt, aber die sind so rotbraun. Ich kann die Farbe nicht genau, also ich weiß gar nicht, was es für eine Farbe ist, wie man die beschreibt, aber der Körper ist so rotbraun, wunderschön. Diese Schnecken bekommen so 40, 45 Schneckenbabys, keine Eier, sondern wirklich Babys, die da rauskommen. Und wenn ihr so eine Schnecke haben wollt, dann müsst ihr natürlich die Babys frosten oder crushen. Und deswegen, ich sag mal, das ist nichts für Anfänger, Leute, aber die sind wunderschön und eher selten. Die bleiben auch relativ klein. Also die sind auch ganz einfach eigentlich in der Haltung, recht anspruchslos. Jetzt kommt die schönste, Lysaratina Alisa Sansibar. Ist eine andere Art als die davor und meiner Meinung nach die schönste Achatschneckenart, die ich persönlich besitze. Vielleicht sogar die, die es gibt. Ihr seht ja selber, die Farbe ist so schön. Die hat so, also es ist so gelb-pink-top hinten. Der Apex ist pink. Dann haben wir schwarz und so gelblich. Da haben wir hier links ist eine Erwachsene und die anderen sind hier noch Babys, heranwachsende Schnecken. Wir haben die gerade auch, glaube ich, alle im Shop. Sehr schöne Schnecken. Wie gesagt, und es ist was, das hat nicht jeder. Das ist eine besondere Schneckenart, die hat wirklich nicht jeder, weil sich da auch nicht jeder rantraut, weil lebendgebärend, ganz klar. Aber die sind so einfach in der Haltung. Ich habe da nicht mal eine Heizung dran an meiner Box. Das ist jetzt unsere Kinderstation, weil wir die ja züchten. Aber ich habe auch keine Heizung an der Box. Die wachsen immer gut. Also ganz selten, dass die mal irgendwie so eine Fehlbildung oder wegen zu nasser Erde, Nitrit, gibt es eigentlich kaum. Die sind super pflegeleicht. Also wirklich einer von dem Charakter auch sehr zutraulich. Einer meiner Lieblingsarten, muss man schon fast sagen. Und wie gesagt, ich bin es ja eher gewöhnt, Babyschnecken, aber auch Eier zu frosten. Das ist jetzt für mich kein Problem mehr mittlerweile. Aber man ist es natürlich gewöhnungsbedürftig, Leute. Also wenn ihr das nicht könnt, dann solltet ihr da Abstand nehmen, weil alle großziehen geht auf keinen Fall. Ja, also wie bei jeder anderen Art, frosten oder crushen oder wie auch immer kochen, ist ein Muss bei Achatschnecken, weil man wird sie nicht alle losbekommen. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Es gibt immer wieder Leute, die es nicht machen. Natürlich ist es immer noch gratis zu subscriben, Leute. Subscribed for more on the slime side of life. Denn nur wir haben die neueste Information zu Schnecken. Wenn euch diese Arten auch so gut gefallen haben wie mir, natürlich haben wir die auch im Shop. Ihr könnt die kaufen, denn wir züchten die Schnecken ja. Wenn ihr Fragen habt zu euren Schnecken oder ihr wollt euch welche anschaffen, aber ihr wisst nicht, welche Art passt denn eigentlich zu mir, wir haben einen Discord-Channel, die Slimeside Discord-Channel. Subscribt einfach, Link ist unten. Wenn der Link nicht aktiv ist, was manchmal vorkommt, warum auch immer, ich weiß es nicht. Wenn jemand das weiß, bitte helft mir in den Kommentaren, ich weiß es nicht. Schreibt in den Kommentaren, dann gebe ich euch den Link nochmal so. Da könnt ihr wirklich aktiv fragen, wenn ihr Fragen habt. Oder ihr habt eine Schnecke gerettet, ihr braucht Hilfe, wie auch immer. Ihr braucht unsere Hilfe. Dort könnt ihr auch mit mir direkt chatten, mit meinen Moderatoren chatten. Die sind alle super. Der Slimeside-Professor wurde vergessen. Ich bin natürlich auch dabei. Wir sind super nett. Wir haben ein super Klima dort. Also da wird keiner fertig gemacht, Leute. Müsst ihr keine Angst haben. Da wird keiner fertig gemacht. Und da könnt ihr euch wirklich trauen, alles zu fragen. Auch wenn ihr denkt, es ist eine dumme Frage. Es gibt keine dummen Fragen, Leute. Es gibt keine dummen Fragen. Und wir sehen uns entweder in Discord, in Instagram, TikTok oder hier next time on the Slime Side of Life.